Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Autsch, umgeknickt. Das hat jeder schon mal gehabt, das tut weh. Was ist denn überhaupt ein verstauchter Knöchel? Das Sprunggelenk, Knöchel genannt, besteht aus Knochen, die von Sehnen und Bändern quasi zusammengehalten werden. Tritt zu schief quasi auf, können diese Bänder überdehnt werden, der Knöchel schmerzt und schwillt an. Schnell kühlen, heißt es dann. Dein Knöchel braucht jetzt Ruhe und Kühlung. Zieh deine Schuhe und Socken aus und leg den verstauchten Fuß quasi hoch. Dann kühlst du ihn mit einem kalten Umschlag, einem Kühlkissen oder einem Eisbeutel in einem Handtuch eingepackt. Ohne Handtuch bitte nicht, weil das kann dann Hautschäden entgehen. Zweitens, lass den Knöchel von deinen Eltern oder einem anderen Erwachsenen mit einer elastischen Bandage einwickeln. Das stabilisiert und schützt quasi das Gelenk. Nach wenigen Tagen ist es meist wieder in Ordnung. Man muss zum Arzt. Wenn es dir wirklich sehr weh tut, wenn du kaum auftreten kannst, wenn du den Fuß nicht mehr bewegen kannst, wenn du auch einen Tag keine Besserung, also wenn du auch nach einem Tag keine Besserung hast. Ja, das war zum Thema Autsch umgeknickt. Kurzes Thema, aber schlagwertig. So, bis dann, viel Spaß und tschüss.